nächsten lauter bitte. Wolf ist besser. Wieder Startnummer. So. Seid ihr überhaupt noch da? Kennt ihr die Burschen da hinten überhaupt? Ich hab fast gedacht. So, jetzt will ich zuerst mal wissen, wer ist am längsten da hergekommen? Du? 1000. Wie lange? 1000 Kilometer. 9 Stunden. 9 Stunden, wer kann mehr wiegen? 13. Alter, wir sind aus Krasika 30 Minuten hergefahren. So, meine Lieben, bevor wir jetzt weitermachen, darf ich mal ganz kurz noch ein bisschen Ruhe bitten? Nee. Wie komme ich jetzt da? Ganz gut eigentlich. Wolfi? Hat schon hin, danke. Hat schon hin. Wie geht's euch? Nein. Jetzt einmal ganz im Ernst, ganz ohne Scheiß, ohne ganz im Ernst. Ich möchte zwar sagen, im Namen der ganzen Band Black Balloon, wir haben heute den 3. Dezember, wir sind wirklich in sehr vorweihnachtlicher Stimmung. Und, nein, es war nicht die Kühe. Er ist hier, nein, ganz ohne Spaß, jetzt wirklich, wir sind Black Balloon, also ich möchte im Namen von Black Balloon wirklich noch einmal danke sagen. Wir haben heuer wirklich, glaube ich, ein sehr, ich sage mal, erfolgreiches Jahr gehabt, die haben viele Erfahrungen machen dürfen. Haben Sachen kennengelernt, haben den Umgang mit Fans kennengelernt. Haben wirklich heuer Sachen erleben dürfen, was wahrscheinlich für jeden von uns ein Kindheitstraum war, obwohl es beim Georg vielleicht ein bisschen länger zog. Ich gut, 20 Jahre. Nein, ziemlich Spaß beiseite. Wir freuen uns wirklich total, dass wir heute hier sein können. Der ganze Auftritt, das ganze Konzert ist wirklich im Rahmen einer guten Sache für Benefits for Kids. Und ich möchte es noch einmal erwähnen, wir haben wirklich ein außergewöhnliches Jahr gehabt. Das war fantastisch. Wir haben wirklich Sachen erlebt. Es war einfach nur unglaublich, dass wir heute da auf der Bühne stehen dürfen. Mit solchen Ausnahmekünstlern, mit solchen jungen Talenten. Ich sage mal Laurin. Ich sag mal Kevin Sundl, James Cottrell und Ben, Pat van Strijk. Ja, Black Balloon ist auch dabei. Nein, ich möchte es wirklich noch einmal sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist kurz vor Weihnachten und wir werden ab und zu werden auch wir ein bisschen sentimental. Ich meine es wirklich ernst. Ganz wirklich ernst, einmal wirklich ernst. Es ist eine wunderschöne Zeit gewesen heuer, wir freuen uns, dass wir wirklich dabei sein dürfen. Und es ist für uns einfach keine Selbstverständlichkeit, was mit uns da abgegangen ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Leute aus Deutschland herfahren, 13 Stunden, auch ist scheißegal wie lang, dass Menschen sich dafür interessieren, dass Menschen uns monatelang, ja, fast ein Jahr, uns begleitet haben und, ich sage mal, Camper-Mädels irgendwo gestanden haben. Deutsche Kollegen einfach, hallo. Laura, einfach wirklich 13 Stunden herfahren, was ihr alles uns gegeben habt, das ist unglaublich. Und ich möchte nur sagen, unsere nächste Nummer heißt All the Small Things. Ich hab's jetzt in Englisch, weil ich so ein Zahnspalter habe. Und es sind oft im Leben die Kleinigkeiten, die das wirklich ausmachen. Und vor allem zu Weihnachten denke ich mir, dass man auch mal an andere Menschen denken soll. Also man soll es das ganze Jahr machen, aber vor allem zu Weihnachten. Und wirklich sie mal aufopfern soll. Und das habt ihr in diesem Fall gemacht, dass ihr heute da seid, euch für Menschen aufopfert, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und das möchte ich jetzt in kritischen Worten mitgeben in die Weihnachtszeit. Das ist einfach fantastisch. Und deswegen möchte ich im Namen von Black Balloon
wirklich, wirklich Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich. Der nächste Song gehört nur euch, Our Small Things, weil diese Kleinigkeiten machen es im Leben oft aus. Und die Band verneigt sich von euch, vor euch, und wir sagen wirklich mal Danke. Jetzt ist es Zeit, dass wir das mal machen. Dankeschön.